bella, vieni pasta normala, vieni pasta normala, vieni pasta normal. Für die Volksschulkinder ist es ja kein Problem, eine weiterführende Schule zu finden, aber für die Integrationskinder gibt es dann nur Rückschritte. Und ich denke mal, wenn ein Integrationskind in so einer Umgebung aufgewachsen ist, dann ist es unglaublich schwer für ein Kind, zum Beispiel, wenn sich kein anderer Platz findet, dann in eine S-Schulklasse zurückzugehen. Naja, wir sind jetzt in der ersten Hälfte der zweiten Klasse und haben eigentlich vor, demnächst das Thema der Weiterführung der weiteren schulischen Laufbahn dieser Kinder, wiewohl es erst in 2,5 Jahren zur Entscheidung ansteht, zur endgültigen, jetzt aufzuwerfen, im wohlwissend, dass wenn wir das zu spät machen, dann jede Chance, dass eventuell die Klasse zusammenbleibt und weiter wohin gehen kann, vorbei ist. Es gibt keine Zeit mehr, sondern das ist aufgeschrieben, ja, Lisa? Die Situation ist ganz einfach die, dass die Eltern immer noch unterscheiden zwischen AHS-Unterstufe und Hauptschule und meinen, da gibt es eben unterschiedliche Lehrpläne. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt wortidente Lehrpläne, es gibt auch die gleichen Lehrbücher. Und es hat sich auch die Hereinnahme von Integrationsklassen insofern als ein sehr positives Element gezeigt, weil die behinderten Kinder ja eine unwahrscheinliche, ehrliche, spontane Gefühlswelt haben, indem sie eben bei der Begrüßung andere Kinder umarmen und streicheln. Und wir ja alle wissen, dass natürlich die Jugendlichen, speziell im Hauptschulbereich, solche Begegnungsformen mitunter nicht kennen oder diesen Begegnungsformen sehr misstrauisch gegenüberstehen. Und das hat sich herausgestellt, dass gerade die Kinder, die eben ein bisschen an Zuwendung brauchen oder mehr an Zuwendung brauchen, durch den Umgang mit den behinderten Kindern wahnsinnig viel profitieren. Wir haben für diesen Tag heute einen Arbeitsplan erstellt, der sich aus verschiedenen Gegenständen zusammensetzt. Da war auch darunter Geografie, Englisch, Mathematik und auch eben Deutsch. Also Holz, Holz als Rohstoff, alle Arten von Holz. Und ich habe dann mit meinen Kindern dazu erarbeitet, was in diesem Klassenraum aus Holz ist. Wir haben den Tisch, den Sessel, den Bleistift und den Buntstift. Eine Leiter. Ja, die Aufgabengebiete sind ja eigentlich nicht geteilt, nicht? Das ist halt nur der Schwierigkeitsgrad, der das unterscheidet. Wir haben das momentan so, dass wir das Glück haben, auch manchmal zu dritt in der Klasse zu sein, dass wir den Assistenzlehrer zur Verfügung haben, jetzt mehrere Stunden. Ab nächsten Jahr ist es ein Kontingent an 10 Poolstunden, die das Team dann aufteilen kann. Entweder wir verwenden diese Stunden als Besprechungsstunden oder teilweise auch als Assistenzstunden. Und darum war es jetzt so, dass in dieser Stunde eben 3 Lehrer waren. Also auf jeden Fall der Sonderschullehrer dabei und die AHS-Kollegin und die Hauptschulkollegin. Es war eigentlich ein Zufall, dass ich von der Integration etwas Genaueres erfahren habe. Ein Kollege hat seine Tochter an einer Integrationsschule, eben in der Leopoldsgasse, und er hat mich informiert, dass die Möglichkeit wäre, einzusteigen, und ich habe eigentlich sofort mich bemüht, dass ich das machen kann, weil es eine Herausforderung ist und sehr interessant, und es hat sich erwiesen, dass das eine gute Entscheidung war. Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass offenbar Ressentiments bestehen, eine Zusammenarbeit zwischen AHS-Kollegen, Hauptschulkollegen und Sonderpädagogen im Sinne der Kinder und der Betreuung Behinderter aktiv umzusetzen und zu betreiben. Sing ein Lied für Pagoga, sing ein Lied für Psychiater, sing ein Lied für Therapeuter, sing ich fast normal. Ein Team muss eine gemeinsame pädagogische Sicht finden. Denn es ist undenkbar, dass pädagogische Maßnahmen von einem Lehrer gesetzt werden und vom anderen wieder aufgehoben werden.
Das bedeutet aber nicht die Aufgabe der eigenen Lehrerpersönlichkeit. Sina, aber schön, Sandy. Nach unseren ersten Unterrichtsstunden im Team wurde uns bewusst, wie mangelhaft unsere Fähigkeit zur Kooperation war. Unter anderem fiel es dem einzelnen Teampartner sehr schwer, sich für jeden Schüler in der Klasse verantwortlich zu fühlen. Es kostete anfänglich sehr viel Kraft, Einsatz und vor allem minutiöse Unterrichtsplanung, den Schulversuch soziale Integration nicht in ein kooperatives Modell verfallen zu lassen. Für Alex, da muss ich noch helfen, ich kann sie selber schreiben. Bei uns wird ganz heftig propagiert, dieses so pflegeleichte Modell der sogenannten kooperativen Klasse, wo eine Regelklasse und eine Sonderschulklasse räumlich nebeneinander existieren und in ein paar Alibi-Stunden zusammenkommen. Und das ist kein gemeinsames Leben, kein gemeinsames Lernen und verdient eigentlich gar nicht unter dem Begriff Modell, Integrationsmodell zu laufen. Es geht darum, dass zwei Klassen mit zwei unterschiedlichen Organisationsformen, das heißt eine Sonderschulklasse und eine Hauptschulklasse in dem Fall, Hauptschulklasse, kooperieren, aber nur in bestimmten Gegenständen. Also man bastelt ein bisschen, man zeichnet ein bisschen, man musiziert ein bisschen und man geht unter Umständen zwei Stunden Hand in Hand miteinander wandern. Ich fürchte schon sehr, dass es zu dieser Situation kommt, ne? dass man es Integration nennt und Kooperation meint. Ich halte kooperative Klassen für kontraproduktiv. Für mich bedeuten die kooperativen Klassen oder die Kooperationsklasse ist ein Training der täglichen Aussonderung. Für mich hat eine kooperative Klasse nichts mit Integration zu tun. Und auch nichts mit dem Integrationsgedanken. Vielleicht ohne, dass wir das merken und ohne, dass wir das wollen, entbindet uns dieses Leistungsgruppensystem von der Verpflichtung, auf jedes Kind tatsächlich einzugehen. Wir haben so beispielsweise die Möglichkeit, bei einem sogenannten Versagen eines Kindes, dieses Versagen immer auf das Kind zu projizieren, ihm die Schuld zu geben und die Ausweichmöglichkeit natürlich zu sagen, dieses Kind entspricht diesen Normen dieser Gruppe nicht, es muss in die nächste Gruppe. Bitte hör jetzt bitte zu, wie die Kathi ihr Kochbuch beschreibt. Ja! Also ich habe so ein Anfängerkochbuch. Ja, ein Anfängerkochbuch hat die Lehr. Und dann ist halt, da gibt es verschiedene Abteilungen von 1 bis 14. Ja. Fehlen uns diese Leistungsgruppen, diese Abstufungsmöglichkeiten, dann sind wir der Meinung, steigt unsere Verpflichtung, uns tatsächlich mit diesen Bedürfnissen des Kindes auseinanderzusetzen und uns darum zu bemühen, den Kindern zu helfen, bestimmte Inhalte einfach zu verstehen, zu begreifen. Sandy, was machst du? Ein Tauchen aus. Gut. Und was brauchst du? Ein Tauchen rein. Bisschen Raum. Kokao, Salz, Senf, Bakika, Bubu und Kappa. Was ist das, Sandy? Kappa. Und das ganze Unruhig und Kostüm. Wir brauchen in der Schule ein neues Leistungsverständnis anstelle des industriellen Leistungsverständnisses nach dem Motto Wissen ist Macht, plädiere ich für ein pädagogisches Leistungsverständnis, das die Leistung als Hilfe für den individuellen Entwicklungsgang vorsieht. Leistung bedeutet nicht alte Antworten geben, sondern neue Fragen stellen. Und woher kommen die Bananen, hast du gesagt? Also in Brasilien. Thomas passt nicht ganz auf, ja? Da gibt es solche Bauern, also Bananenbauern, die werden ganz billig bezahlt. Ja. Wer bestimmt denn die Preise? Die Käufer. Ja. Sehen Sie, wenn eine Gruppe sehr homogen ist, dann können
aufgrund bestimmter Fähigkeiten, die alle vergleichbar haben, denken wir zum Beispiel an eine Gruppe mit einer bestimmten Behinderungsart, mit einem bestimmten Schweregrad von Behinderung, dann können, obwohl viele Kinder dort zusammen sind, nur wenige Dinge getan, nur wenige Probleme gelöst werden. Und, ihr Lieben, der Anreiz, vom anderen etwas zu lernen, ist nahezu null. Was ist das, Charlie? Wenn eine Gruppe sehr heterogen ist, dann können, weil alle etwas anderes machen, denken und handeln können, viele Dinge getan, viele Probleme gelöst werden und es besteht ein hoher Anreiz, voneinander zu lernen. Ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen Sie 10 Kinder und jedes der 10 Kinder kann dasselbe. Nehmen wir es mal positiv, genau sagen, was sie nicht können und dann nach sonderpädagogischem Glauben lernen sollen. Ne? Kinder, die nicht sprechen können, führen wir in Gruppen zusammen von Nichtsprechenden mit dem sonderpädagogischen Ehrgeiz, sie zum Sprechen zu bringen. So, nehmen wir also 10 Kinder, von denen alle 10 das Gleiche können. Alle 10 können dann nur ein Problem lösen, keiner kann vom anderen was lernen. Nehmen wir eine Gruppe von 10 Kindern, wo jeder was anderes kann. Dann können 10 Probleme gelöst werden und jedes der 10 Kinder kann von 9 Kindern eine Problemlösung lernen. Es geht in erster Linie um die soziale Integration Behinderter und da glaube ich, wenn man von der Position ausgeht, dass die Behinderten in unsere Gesellschaft integriert werden sollen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen, dann kann ich schlichtweg den Schulbereich AHS nicht ausklammern, weil das ist ein existenter Teil unserer Gesellschaft und daher ist es auch durchaus legitim, auch in diesem Schulstandort eine Integrationsklasse unterzubringen. Achtung! Frau Schmutz, wir springen gemeinsam. Aber rettest du mich? Rettest du mich? Achtung! Und. Der Mensch wird am Du zum Ich. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen und Eltern, das hat verdammte Konsequenzen, aber den Eltern muss ich das nicht sagen, sondern den Fachleuten unter uns. Es hat die Konsequenz, wenn der Mensch am Du zum Ich wird, dass wir auch Behinderung und nicht nur Entwicklung neu definieren können und müssen. Nämlich Behinderung oder was wir so nennen, ist dann nämlich nichts anderes als Ausdruck dessen, was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen durch vorurteilsbelastete Ausgrenzungsmechanismen nicht lernen durfte. Bin ich fast normal? Bist du normaler? Bist du fast normaler? Bist du normaler? Bist du fast normal? Bin ich fast normaler? Bin ich fast normal?